Apur Death, follow the pale one. So, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Ich suche jetzt erstmal einen Tuning Shop aus, weil mich die Flamme mit der 4 ein bisschen nervt, bin ich ehrlich. Das ist, für Rennen ist das nicht toll. Deswegen tun wir mal fix unser Äußeres ein bisschen ändern. Das sieht blöd aus. So, jetzt sind wir wieder Rang 2 und so mit, also kurz vor der 3, jetzt machen wir es mal so. Und ich muss erstmal meine Stoppuhr ist ausgegangen. So, Start und Herausforderung. Ja, wir machen zuerst in Kempten und Ironwood ein Sprintrennen und danach in Union und Rockridge ein Dragrennen. Wünscht mir Glück. Vielleicht wird das ja wie beim Baron. Oh, ein Riesenrad. Ein Achterbahn. Cool. Das war das Auto, was ich unbedingt haben will. Ein Mustang. Also unbedingt. Wäre cool, wenn es klappt. Sagen wir es so. So, jetzt sehe ich sie bloß noch im Rückspiegel, wenn ich jetzt Rückspiegel aktiv hätte. Fuck! Jetzt sieht sie mich nur noch im Rück... Also nicht mal mehr im Rückspiegel. Fuck, 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 Drecksfuck! Zum Glück habe ich mittlerweile so eine gute Beschleunigung in der Kiste. Die Musik muss mir helfen. Bei der Macht der Musik. Manche nutzen die Macht der Karten, ich nutze die Macht der Musik. Vorne ist sie doch. Ist aber nicht sonderlich schnell unterwegs, die Gute. Ja, Fehler passieren halt. Und wenn man sie ausbaden kann, wem interessiert. So. Ich durch die Kurve. Na, Lügen, Kleine. Was geht? Ah, Mist.
Ah, trotzdem noch gut rumgekommen. Tja, wer bremst, verliert, meine Gute. Wer bremst, verliert. Mein Auto hat gar keinen Bremspedal. Denn ich bin Stuntman Mike. Nee, das war ein anderer Film. Psychonauts. Wie die sich einfach nur versucht langsam ranzupirschen hier, das geht gar nicht. Jung. Knapp 300 Sachen öckig hier lang, ey. Das geht überhaupt nicht. Geisterfahrer wäre da noch zu nett, der Begriff. Da ist jeder tot, bei, wenn ich mit dem hier zusammenstoße. Mit 300 Sachen. So, das war Teil 1 von dem Rennen. Machen wir gleich mal weiter mit dem Dreckrennen. Venom. Ich habe ja gehört, die ist recht gut in zu Dreckrennen. Nein! Dieses elende Drecksauto. Fast beim Start der Motor verreckt. Hier einfach mal plus fucking Schilder geflogen kommen. Wollt mich doch verarschen mit diesem scheiß News-Auto. Fuck hier, fucking fuck, fuckness. Warum können die links langfahren und ich ne? Ich dreh den mal noch zu sehr, ey. Ich komme dort an den Dingen vorbei, das... Oh. Wisst ihr?
Leute. Die wollen mich doch jetzt echt verarschen, oder? So war's nicht geplant, leider. So ne. Och nö, ey. Ich mach das in der nächsten Folge weiter. Ich hab jetzt keinen Bock nochmal auf das Sprintrennen. Tschüss, bis morgen, Leute.